Mehrere tausend professionelle Baumchirurgen und Baumkletterer bieten in Deutschland ihre Dienste an. Einmal jährlich treffen rund 70 der Besten der Besten zur Deutschen Meisterschaft im Baumklettern zusammen. Darunter zahlreiche Europa- und Weltmeister. 2010 nehmen erstmals auch die Söhne Gary Blackburns, Kevin und Alexander an der Meisterschaft teil. An diesem Tag möchte die gesamte Familie Blackburn bei der ersten Meisterschaft von Alexander und Kevin auf Schloss Duke bei Jüchen mit dabei sein. Natürlich auch William und Emily, die jüngsten Vertreter der kletterbegeisterten und gegen Höhenangst immunen Blackburns. Auch die beiden, 2 und 6 Jahre alt, werden wir im Laufe des Tages noch freudestrahlend in schwindelnder Höhe erleben. Dazu später mehr. Als die Familie den Wettbewerbsparcours im historischen Schlosspark am frühen Vormittag erreicht, ist Gary Blackburn weit aufgeregter als seine Söhne. Die haben bereits am Morgen bestens abgeschnitten. Kevin erklärt den weiteren Verlauf des Tages. Hier gibt es 5 Disziplinen. Also das ist Kronenrettung, also vom Verletzten Rettung. Und dann ist Workclimb, da muss man verschiedene Positionen und die Glocken anschlagen. Dann gibt es Speedclimb oder auch Freeclimb genannt. Da, wo man in der schnellsten Zeit hoch den Baum ohne Sicherung hochlaufen muss. Dann gibt es halt noch Footlock, da wird das Seil mit den Füßen geschlossen und dann nach oben gedrückt. 15 Meter geht das. Und dann gibt es noch Throwline, da muss man mit Wurfschnur und Sack gewisse Punkte anfixieren. Jede der Übungen fordert die Teilnehmer bis an ihre Grenzen. Als Königsdisziplin, bei der die meisten Punkte errungen werden können, gilt das Arbeitsklettern. Achtung! 5 Positionen in einem Baum müssen in schnellstmöglicher Zeit und mit größter Geschicklichkeit erreicht werden, ohne dabei einzelne Äste mit zu viel Gewicht zu belasten. Zugleich gilt es, im Zeitlimit zu bleiben, denn auch hier droht ansonsten der Abzug entscheidender Punkte. Hier geht es nicht alleine um sportliche Höchstleistungen, nicht nur um Körperbeherrschung und optimale Technik. Als Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft im Baumklettern beweisen die Top-Profis der Branche, wie perfekt und sicher sie das Handwerk der Baumpflege auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen beherrschen. Wie war's? Sehr aufregend, sehr spannend und hat mich gefreut. Und was war das Schwierigste? Das Schwierigste, auf die verschiedenen Stationen zu kommen, in schneller Zeit. Ja, das war am Schwierigsten. Was denkst du, wie hast du abgeschnitten? So, ich habe es in der Zeit leider nicht geschafft, aber ich hoffe, ich habe ein paar Punkte gesammelt, ein paar Bonuspunkte. Und aber immer positiv denken. Gut, super. Kurz zuvor hatte Bruder Alexander ein Quäntchen mehr Glück und blieb innerhalb des Zeitlimits von 8 Minuten. Doch eifersüchtig auf den Erfolg des anderen ist hier niemand. Stattdessen freut man sich darüber. Kevin, Alexander, Gary Blackburn und die Kollegen und Freunde tauschen sich aus über Techniken, Tipps und Ratschläge, wie der schwierige Parcours am besten zu meistern ist. Als nächste Disziplin steht für die Brüder das Speedclimbing an. Speedclimbing. Beim Geschwindigkeitsklettern trägt man eine Schutzausrüstung. Zusätzlich ist man mit einem Seil gesichert, sodass man nicht stürzen kann. Wer aber abrutscht, wird sofort disqualifiziert. Man klettert zwischen den Ästen überall, wo es geht, und versucht mit Armen, Beinen und Knien einen Halt zu finden. Wer zuerst die Krone erreicht, der hat gewonnen. Both legs, your arms, everything, your knees, and the fastest one at the top wins.
Yeah, you're on, Kevin. You're on. You're on, keep going. Go on, keep going. Go on, give it some. Yeah, there you go. Yeah, I was 39. 39 und 49 Sekunden, das ist eine tolle Leistung von beiden. Da kann man sehr zufrieden sein, absolut. Ich habe besser abgeschnitten als der letzte Champion, berichtet Kevin. Und das, obwohl dies heute der wohl schwierigste Parcours der letzten Jahre sei. So hätten dies auch gerade die Richter bestätigt. Ja, sagt Gary. Denn durch die Feuchtigkeit sind Baumstamm und Äste sehr rutschig. Und anders als in den Vorjahren finden die Kletterer durch die kalte Witterung mit ihren Gummisohlen kaum Halt. Nicht nur die Erwachsenen sollen ihren Kletterspaß haben. Auch die Kinder dürfen die Höhenluft genießen. William, gerade einmal 2 Jahre alt, will sich diese Chance nicht entgehen lassen und klettert, geführt von seinem Bruder Luke, bereits fast wie ein Profi. Genau beobachtet William auch die Klettertechniken seiner Schwester Emily. Die ist bereits 6 Jahre alt und auf dem Weg ganz nach oben. Von der anderen Turmseite nähert sich ebenso unerschrocken die 12-jährige Allison. Beide balancieren in rund 10 Metern Höhe auf dem Hochseil, als seien sie Teil einer berühmten Artistenfamilie und mit dem Namen Blackburn von Geburt an gegen Schwindel geimpft. Beim Wettbewerb der Erwachsenen steht nun das Footlocking an. 15 Meter Höhe müssen an einem Seil in schnellster Zeit erklettert werden, ohne dabei den Baum zu berühren. Kevin erläutert die Details. Also beim Footlocken geht es darum, dass man das Seil zwischen seine Füße einklemmt, um den Schritt nach oben zu machen. Und da braucht man sehr viel Rückenmuskeln und Disziplin, um den Rhythmus erstmal hinzukriegen. Wenn man den Rhythmus dann hinbekommen hat, dann ist das eigentlich sehr leicht. Und wendet man das wirklich auch im Beruf an? Das muss doch unheimlich anstrengend sein. Ja, das wendet man an. Das ist eine schnelle Art, in den Baum hochzukommen. Weil früher wurde ja immer mit Steigeisen die Bäume hochgegangen. Da hat das immer sehr lang gedauert und jetzt, heutzutage, geht das viel schneller. Zugleich ist die Methode schonend für den Baum, weil Verletzungen der Rinde durch die Steigeisen vermieden werden und damit das mögliche Eindringen von Krankheitserregern wie Bakterien und Pilzsporen. Allerdings ist viel Kraft gefordert und eine perfekte Technik. Auch Pete Bamford, erfahrener Treeworker und Sicherheitsbeauftragter des Baumdienst Siebengebirge, drückt den Jungs die Daumen. Erster Durchgang, Kevin. Oben bei der Glocke habe ich einmal über den Knoten gegriffen. Und 27 Sekunden. Ich wollte 30 Sekunden haben, hab aber 27. Kevin hat sein Ziel erreicht. Bruder Alexander hat im Footlocking noch nicht ganz so viel Routine. Vor wenigen Wochen erst 18 Jahre alt geworden, ist Alexander der vermutlich jüngste Teilnehmer einer deutschen Meisterschaft. Okay.
ich habe ja sehr viel Erfahrung gesammelt, zugeguckt, man kann immer was lernen, gerade auf so großen Wettbewerben. Da hat jeder seine eigene Meinung und seine eigenen Systeme, da kann man auch was abgucken, sich irgendwas leichter machen im Klettern und macht auf jeden Fall Spaß. Alexander und Kevin. Unaufgeregt, sympathisch und immer freundlich erreichen die Brüder nach zwei anstrengenden Meisterschaftstagen mit über 70 Teilnehmern der absoluten Spitzenklasse schließlich die Ränge 37 und 39. Auch William ist mit dem Abschneiden seiner großen Brüder bei ihrer ersten Meisterschaft vollauf zufrieden, um sich dann einer weiteren typischen Leidenschaft der Blackburns zu widmen. Der Fahrt mit dem Geländewagen über Berg und Tal. Und zwar am besten gleich durch bis nach Höxter, denn dort finden im nächsten Jahr die 18. Meisterschaften statt. Dann sind alle Blackburns wieder mit dabei. Und wenn er sich nicht verfahren hat, auch William.